Jetzt kommen schon die ersten Roller daher. Super! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los geht's! Super! 1, 2 und weiter! Und noch welche, weiter und noch welche! Und ganz hinten gibt's noch eine Nachzüglerin, kommt mit vollem Speed herunter! Genau, so schaut's! Und so schaut das dann aus, wenn ihr da herunter angekommen seid. Also. Jetzt gibt es noch ein kurzes Interview. Wie war das runterfahren da? Wie hat dir das gefallen? Ah, es ist ein Wahnsinn, die Panoramastraßen da oben, das ist echt lässig, da mit Blick auf den Hochschwab. Einmalig. Wie lange fährt man da circa? Ja, natürlich, je nach Lust und Laune kann man sich ein bisschen Zeit lassen oder man kann es ein bisschen sportlich angehen. Ja, für jeden, glaube ich, was dabei. Für jung und alt, für sportlich oder für die gemütlicheren, lässig. Ja, aber trotzdem ein bisschen aufpassen, gell? Weil es ist halt dann meistens so, wenn man einmal runtergefahren ist oder ein paar Kurven dann erlebt hat, dass man dann doch ein bisschen zu viel Gas gibt. Ich meine, die Dinger halten schon ein bisschen was aus, aber trotzdem vorsichtig bleiben, aber es ist echt ein Traum. Das ist super. Immer mit Schütze, dann kann nichts schief gehen. Einfach ausprobieren. Super. So, und jetzt kommen die Mutigen von der Alm runter in einem Speed, in einer Kolonne. Super! Schaut das aus? Ja, genau. Da geht's zum Parkplatz. Hier werden die Roller dann wieder eingeladen. Und dann geht's gleich wieder auf die Alm los. Hinauf. Okay.